Warum werde ich nicht geliebt? Viele Menschen stellen sich in ihrer Beziehung genau diese Frage und denken, vielleicht hat das was mit meinem Wert zu tun. Oder denken, ich mache doch alles, aber trotzdem bin ich anscheinend nicht gut genug. Mach dir bewusst, dass wenn du dir diese Frage stellst, warum werde ich nicht geliebt, obwohl ich doch alles tue, dass dahinter ein Schmerz steckt, ein altes Trauma, und dass der Schmerz so lange schreien wird, bis du ihn siehst und annimmst. Ich könnte jetzt auch die Frage so beantworten: Du wirst nicht geliebt, weil du dich selbst nicht liebst. Was in der Regel auch oft stimmt. Aber wie kann man das erkennen? Wie kann man das erkennen, was mit einem wirklich ist? Indem man anfängt, sich zu fühlen. Was die meisten von uns im Alltag nicht machen. Wir haben nicht gelernt zu fühlen. Wir haben uns gelernt, als Kinder abzutrennen von unseren Gefühlen. Gerade wenn die Kindheit nicht wirklich liebevoll war, war es wichtig, sehr wichtig, dass wir als Kinder uns von unseren Gefühlen abtrennen. Und wenn ich nie wirklich von meiner Mutter geliebt wurde oder das Gefühl hatte, geliebt zu werden, nie wirklich Aufmerksamkeit bekommen habe, dann mache ich da eine Barriere und suche im Außen immer nach einem Menschen, der mich liebt. Das heißt, ich bin dann unsterblich in irgendjemanden verliebt und will seine Liebe und kämpfe um seine Liebe. Dabei ist es dein inneres Kind, das immer noch um die Aufmerksamkeit und die Liebe von Mama oder Papa kämpft. Es hört sich jetzt so ein bisschen philosophisch an, aber es gibt genug Menschen, die bis zum Tod darum kämpfen, geliebt zu werden und an sich zweifeln. Wenn du das aber verstehst, dass da in dir ein Loch ist, eine Leere ist, eine Abtrennung ist, die du in der Kindheit vorgenommen hast, um zu überleben. Das hört sich jetzt auch so an, gell? Um zu überleben. Um emotional zu überleben, ist es wichtig, dass wenn wir nicht akzeptiert werden von den Eltern, nicht geliebt werden, dass wir das nicht fühlen, weil es einfach zu sehr schmerzt. Doch dieses Gefühl, der Schmerz geht nicht weg, er stirbt nicht. Man kann ihn nicht vergraben. Emotionen können wir nicht vergraben. Sie bleiben da und sie kommen immer wieder in anderen Personen zu uns, um uns wieder nicht zu verletzen. Aber wir fühlen uns verletzt, weil wir sind ja nicht geliebt. Ich mache ja alles und trotzdem bin ich nicht geliebt. Wie kann ich das jetzt auflösen? Indem du fühlst. Und indem du dir Zeit lässt zum Fühlen, was in dir ist. Und es kann so überwältigend schmerzhaft sein, dass dein Ego sich mit einbezieht und anfängt, einen Schuldigen im Außen zu suchen und vielleicht auch Rachegefühle oder was auch immer. Es ist so wichtig, immer wieder zurückzukommen in deinen Körper und zu fühlen. Was fühle ich? Boah, das tut so weh. Ich habe so viel für diesen Menschen getan und tue jeden Tag so viel und die Person sieht mich nicht und ich kämpfe. Okay, wie fühlt sich das an? Boah, es zerreißt mich. Bleibe dabei, weil es kann dich nicht zerreißen. Es ist wie der Phönix aus der Asche. Also du wirst nicht sterben. Stehst im Feuer und spürst den Schmerz. Dann wirst du wie neu geboren sein. Und das heißt nicht, dass du diesen Menschen dann verlässt und fertig machst und was auch immer. Dass du in dir diesen Schmerz integrierst und nicht mehr wartest, von jemandem anders geliebt zu werden. Weil du wirklich diesen Schmerz angenommen hast, der in dir ist. Es kann sein, dass Kindheitserinnerungen hochkommen, die sehr, sehr schmerzhaft sind. Was hättest du damals als Kind gebraucht? Kannst du dich jetzt selbst bemuttern, für dich diese Mutter sein, die du damals nicht hattest? Kannst du liebevoll zu dir sein? Mit dir liebevoll reden. Es fängt schon mit den Selbstgesprächen an, wie du mit dir selber sprichst. Kritisierst du dich selbst? Machst du dich selber fertig? Ist da Hass auf andere Menschen oder auf dich selber? Kannst du mit all diesen Gefühlen bleiben? Lass dir Zeit. Das geht nicht innerhalb von einer Woche. Immer wieder zurückkommen und mit diesem Schmerz bleiben. Und das ist so schmerzhaft. Aber lieber, du hast zwei Optionen, den Schmerz weiterhin wegdrücken und um die Liebe kämpfen, das tut auch weh, oder mit dem Schmerz bleiben, ihn integrieren, das tut auch weh, höllisch. Und wenn er integriert ist, dann spürst du diesen Schmerz gar nicht mehr, weil dann fühlt er sich von dir gesehen und angenommen und anerkannt. Dann braucht er nicht mehr zu schreien mit Schmerzen, dieser Schmerz braucht sich nicht mehr so stark zu zeigen, weil du ihn integriert hast und angenommen hast, weil du weißt, es ist ein Teil von mir. Als Kind habe ich gelitten und habe das einfach weggedrückt. Und jetzt als Erwachsene bin ich in der Lage, diesen Schmerz zu fühlen und zuzulassen. Und so kommt die Liebe von alleine. Und so wirst du, ohne dass du irgendwas machst, du musst nicht schöner sein, fleißiger, dünner, schlanker, reicher. Das musst du alles gar nicht. Wenn du diesen Schmerz integriert hast, wird sich im Außen die Liebe deines Gegenübers verändern. Also entweder sie verändert sich und er akzeptiert dich, oder er verschwindet aus deinem Leben und jemand kommt, der dich in deinem Wert sieht und anerkennt. Eins von beidem. In der Regel ist es oft so, dass in der Beziehung der Partner sich anfängt, mit zu verändern und
selber in sich zu heilen und anfängt, deinen Wert zu sehen. Und du auch. Und deinen Wert können andere nur sehen, wenn du ihn kennst. Wenn du deinen Wert nicht sehen kannst, weil er dir als Kind immer wieder verleugnet wurde und du anfängst, das zu glauben, dass du es wirklich nicht wert bist, dann werden leider als Erwachsene andere deinen Wert auch nicht sehen können. Wie kannst du jetzt deinen Wert sehen? Indem du all den Anteilen in dir, all den Gefühlen, die da sind und die du nicht anschaust, indem du dich mit ihnen verbindest und mit ihnen bleibst, indem du mit dir alleine bleibst, indem du, wenn Wut hochkommt, mit dieser Wut erstmal bleibst, ohne zu reagieren, ohne zu schreien, ohne auszurasten, ohne, manche schreien nicht und rasten nicht aus, aber sie rauchen dann sofort eine oder versuchen sich irgendwie abzulenken, kannst du mit diesen Gefühlen bleiben. Kannst du mit dir alleine bleiben, mit dir, mit dem, was in dir ist, ohne dich zu verlieren in Schuldigen suchen und andere verurteilen. Bei dir bleiben, bei dir bleiben. Sobald wieder die Verurteilung kommt im Außen auf bestimmte Personen, wieder zu dir zurückkommen. So findest du deinen Wert. Beziehungsmuster, die sich wiederholen, ist alter Schmerz, der so oft wiederholt wird, bis wir ihn anerkennen und annehmen und fühlen, bis wir ihn zulassen. Solange wir uns blockieren und darauf warten, dass andere uns lieben, wird dieser Schmerz erstmal dort bleiben und darauf warten und schreien, bis wir ihn annehmen. Der Schmerz will immer bestätigt werden. Langsam, nicht sofort, weil emotionaler Schmerz, der weggedrückt wurde, wird sich weiterhin in deinem Leben durch Beziehungsmuster bekannt machen, weil er verzweifelt deine Aufmerksamkeit sucht. Es ist dein inneres Kind selbst, das versucht, das Falsche, was vor langer Zeit passiert ist, wieder gut zu machen. Aber warum versucht dieser Schmerz, sich die ganze Zeit zu zeigen und das Alte wieder gut zu machen? Für was? Weil das Falsche wehgetan hat. Es war großer Schmerz. Und dieser Schmerz hat einen riesigen Effekt auf dein Selbstwertgefühl, wer du warst. Es könnte emotional verheerend gewesen sein, einsam, erschreckend, zurückgelassen. Deine Aufgabe ist es jetzt als Erwachsene, dich diesem inneren Kind zuzuwenden, das sich so einsam damals gefühlt hat, sich abspalten musste, hart werden musste und funktionieren musste. Jetzt kannst du dich diesem Kind zuwenden und für dieses Kind da sein. Und die ganzen ohnmächtigen Gefühle, die wir alle immer wieder unterdrücken, von Ohnmacht oder von Einsamkeit, von nicht verstanden sein, von nicht gesehen sein, mit denen kannst du jetzt bleiben. Und wenn wir mit diesen bleiben, stärkt sich dein Selbstwertgefühl. Ich wünsche dir alles Liebe.